So. Ladies and gentlemen, dear non-binaries, it's game 1 out of 5, Young Ulrich versus K17. Und K17 geht direkt rein mit einer Abwehr. Oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott. Oh! Okay. Oh mein Gott, das hätte killen können. Alter, was ist denn mit... Hey, Darius, Darius, immerhin. Mit Key 7, los. Key 7. Also ich glaube, der Set-Count zwischen den beiden ist sehr, sehr gut. Richtung Dennis. Ja, wie alt ist denn der Set-Count? Älter als du wahrscheinlich. Ja. Und Dennis mit dem 69%. Was ist denn hier los? Dario ist da. Maxi, wie alt bist du? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Kann man ja raten. Ich glaube, wir sind ziemlich gleich alt sogar heute. Versuch dich einfach mal zu erinnern, Heide. Also no worries, dass du es nicht mehr weißt, aber... ich wüsste nämlich dein genaues Alter auch nicht mehr so genau. Boah, schöner. Schöne Eschgang. K17 einfach die Wand aufgebaut. Die Berliner Mauer. Die Berliner Mauer wurde wieder aufgebaut. Dieses Mal ist es ein Elektrozaun. Oh mein Gott, es ist Jan. Es stompt. Jan Hofer? Jan Hofer? Jan, mindestens third heute. Third. Third. Ja, auf jeden Fall. Die beiden gehen way back, könnte man sagen. Going way back. Jan Hofer ist der ehemalige Tagesschau, ne? War das Tagesschau? Nee, Jan Hofer, nicht Jan Hofer. Das ist ein Wortspiel. Auf den? Okay. Ja. 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 Ja, der Max. Ja, der Max war. Ja. Was hast du denn, Rapper. Warcraft 3 Spieler. Top 5 auf dem Berliner Power Ranking. Einfach eine Wohnung voller Talente. Voller Champion. Ziel ist Tuesday mitgemacht. True. Manchmal sogar am Donnerstag. Ja. Spieler, Rapper, Millionär. Was ist denn Millionär? Ja, das ist Classic in der Mitte. Oh, schön. Ja, ja. Ich finde das Matchup auch richtig eklig zu spielen für Puff. Puff Pika ist richtig weird. Ja. Ich meine, die Hitbox ist 1 Millimeter groß. Die von Pika, die halt killt. Ja. 1 Millimeter. Millimeter. Oh. Pika eigentlich die 50 Cent Biografie. Sorry, Heide, Biografie habe ich in der 10. Klasse abgewählt. Keine Ahnung. Ja, Biografie. Und Biografie? Oh. Oh, Biografie? Biografie. Gibt's bei uns im Kühlschrank? Ja. Für umsonst. Oh, Dennis mit dem Trick, wo man verkehrt rum aus dem Schild Sternums wirft. Und der Trick, wo man seine Stitch aus dem Boden zieht und von der Stitch. Das ist auch mein Lieblingstrick. Den Tech hat er gemastert. Oh. Ich wusste bis vor 2 Jahren nicht mal, dass man Turnips aus dem Shield werfen kann und Dennis macht es einfach sogar auch noch andersrum. Kann man das? Ja. Man muss irgendwie so den Stick umdrehen. Hat er auch nochmal vorgeführt hier gerade für die Fans. Und nochmal für die Fans! Der lässt einfach den Shield los. Der wirft einfach die Controller. Tech Lab, Dennis. Lass dich vergessen zu erwähnen, Maxi, dass wir auch mal die größten Teammates waren. Oh, die größten Teammates. Ne, ich bin noch dafür, dass man... Ja, stimmt. Es waren auch mal die größten Teammates. Wurde mir gerade von einem Vogel geflüstert. Ich hab
Nee, ich bin noch dafür, dass man bei Peach, dass man so einen Sensor braucht, so einen Gyrosensor und dann immer den Controller so schütteln muss, wenn man den wirft. Okay, und was passiert dann, wenn man schüttelt? Dann wirft er den Turnip. Ach so. Oder einfach wegwerfen. So wie bei Wii Bowling. Ja. So wie bei Mario Kart. Ja. So wie bei Smash Brawl, wo man mit dem Nunchuck mit dem Remote auch. Kann man? Ja, kann man. Da kann man Smash-Tags checken? Ja, Smash-Tags, ja. What? Musste man aber erst einstellen in die Einstellungen. In den Einstellungen musste man schüttelsmash.com besuchen. Ja. Und dann hier waren wir sehen, dass man das. Ich hab das benutzt, weil es so weird ist. For the Fans! Mit den Fans bist vor allem du gemeint, Heide. Du bist wirklich erstaunlich oft hier drin. Es ist mega nice. Ja. Eigentlich auch Haramboy, aber der ist gerade hier. Haramboy enttäuscht heute leider durch Attendance. Und keine Twitch-Chat-Attendance. Twitch-Chat oder Twitch-Chat? Die Fan, genau. Twitch. Twitch was? Chat. Mit D. Twitch-Chat, ja. Das ist Haramboy. Twitch-Chat, das ist YouTube-Virgin. Aber haben wir den Zauber? Oh, what the fuck? Wow. Das überlebt er sogar. Ich wäre da gestorben. Nicht der Easy. Twitch Chat, ja. Oh. Aber man kriegt mehr Cut-Off bei Subs. Ja. Ja. Man kann zurückspulen, das ist echt richtig Twitch. Wait, Jacobi, du kannst Deutsch? Ich dachte, du kommst irgendwo anders her. Jacobi? Jacobi. Naja, sehr interessant. Ich dachte, du wärst irgendwie. Okay. Hallo noch. Du bist einfach so wie Non mit Wobbling. Hamburg? Crazy. Ja, nice. Im Chat und bei Arcadia. Ja, den gibt's nicht in echt, den gibt's nur im Chat. Oh mein Gott, das zweite Stitch in diesem Match. Ja, und das dritte ist drittes im Set. Oh, du musst Ausrufezeichen, glaube ich, Ladder machen. Das geht, glaube ich, soweit ich weiß. Oh, was es nicht alles gibt? Sonst haben wir hier eine Luke offen. True. In der Luke gibt es eine Ladder. Na da. Oh, das ist noch das alte. Das ist mehr eine Treppe. Das ist noch das alte Ladder. Oh, es ist das Falsche. Er ist keine Legende, es ist offiziell das Falsche. Oh mein Gott. Kaktus hört noch das unnormal groß, während wir den Papier sehen. Eine Legende, eine Kommerz. Ein Ladder geht wirklich nicht gut. Nee, ist das Falsche. Normal. Warte, oh mein Gott, Haramboy im Chat! Hey! Es wäre sonst nicht ernst. Es wäre kein Jedo, wenn Haramboy im Chat wäre. Es wäre nicht ernst zu nehmen, einfach. Ja. Oh! Kein ernst zu nehmender Twitch-Chat, in dem keiner Haramboy ist. Oh! Oh mein Gott! 69! Nice! 69! Boah! Oh mein Gott! Was ist denn gerade geschehen? Oh mein Gott! Forstock? Liegestützen? Liegestützen? Two more stocks? Oh! Er siebt den ja, Stock. Was gibt's denn nur in Hamburg? Nur dieses Arcadia-Zeug, ne? Also Arcadia nur ist ganz schön Arcadia gut, weil Arcadia. Du hast nichts gegen Nero. Guck dir mal den Stream. Ja. Guck mal den Stream bei Arcadia. Ja, immer. Was nicht von dir aus. True, Haramboy, true. Du bist immer willkommen in Berlin. Ja, jeder ist willkommen in Berlin. And Jacobi May. Außer Rassisten. Sind alle willkommen. Wenn ich auf den ersten Vostok schreibe, gehört mich als Kommentar. True. JB. JB, Emote. Weißt du, Anna, bei der 50% JB? 1v9, einfach zu viel Counter-Strike gespielt. Oh mein Gott, was ist das für ein Abi? Seine
Ja, das war viel besser. So wie die Blüten. Weil wir es auch nicht verstanden, ist glaube ich irgendwie das zu deep für mich. Ja. Für das, was wir verstanden haben. Aber ja, schon, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, I agree, aber ich. Also einfach eine random Aussage. Let's go, die Viecher in der Luft, die stören einfach. Die sind einfach. Die sind Down Air mit Young Link auf die machen und dann springst du von denen ab. Nur dafür sind die da. Und man kann auch sowas damit machen. So ein bisschen wie Weihnachtsdeko. So. Es ist da, es sieht schön aus, aber es stört einfach. Und die Katzen nerven da. Und es wird jetzt technisch, aber es gibt ja die Mechanik, dass die letzten 10 Moves ein bisschen schwächer sind. Das heißt, du kannst einen Move, den nee, du das geht nicht mehr schwächer. Das die nicht. Zählen nicht. Echt zählen nicht. Oh, ja. Shit. Das ist ich habe mein Leben lang falsch mitgespielt. Dass man... Scheiger ist an Stalen nicht. Nee, nur der Gegnerspieler. Ja, leider. Da haben die dran gedacht, ich sag's dir. Warum? Weißt du auch, dass solche Wooded Stale-Serie. Die geben Zelda keine Erdbeer-Animation. Aber an sowas denkt sie. Die sind wie. Nee, die sind mehr. Ich würde sagen, es ist Deko. Nee, das. Also eigentlich das Ding, eigentlich die Lore von den Shy Guys ist, dass wenn Items an ist. Wenn Items ja, an sind, dann tragen die Items durch die Gegend. Ja. Und dann kannst du die Items benutzen. Du musst sie schlagen, dann lassen die Items fallen, dann kannst du die benutzen. Genau. Und die Items, die sie tragen, sind immer Items. Sind immer Items, die healen. Also das sind nie so. Das sind nie so ein Pokéball oder so, das ist zu essen. Das wäre das Game gewesen. Oh! Er will es. Oh mein Gott. Oh! Komm rüber. Oh, das war wohl die Berliner Mauer. Ja. Wir haben die einfach benannt jetzt. Alle Moves brauchen einen Namen hier. Ja. Nicht sowas wie Sexkick und so. Ja. Dennis wollte gerade einfach die Berliner Mauer rausbaiten, aber Dario fällt nicht. Oh! Stattdessen fällt er darauf rein. Über 100% Stage Roll von Rums. Und als nächstes kommt das Runback Third gegen Young Ulrich. Ach, scheiße, deswegen habe ich das extra so.